drüber. Herr Dr. Ja. Wimmer, Thema Menschenleben, Thema ja. Arzt zu sein, das ist das, was Sie bewegt und heute auch Ihr Thema. Ja, das passt eigentlich ganz gut zur Pandemie. Das Problem ist, dass wir mittlerweile so versessen sind auf unsere Daten und Datenschutz, dass man tatsächlich sagen muss, der Datenschutz kostet Lebensqualität, kostet vielleicht sogar Lebenszeit. Deswegen gibt es ja auch die Initiative Daten retten Leben. Eigentlich nehmen wir der Medizin das, wonach immer alle sozusagen auch schreien, gerade auch beim Impfen. Ja, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Langzeitstudien, aber letzten Endes benutzen wir die nicht. Und wenn man sich mal überlegt, wie in 200 Jahren vielleicht oder in 100 Jahren Menschen auf uns heute blicken werden und sagen werden, na, was habt ihr denn für eine gute Medizin gemacht? Ich glaube, da werden wir uns rechtfertigen müssen, wie damals, wenn man jetzt mal 200 Jahre zurückblickt, wie Ignaz Semmelweis gesagt hat auf der Geburtenstation, liebe Ärzte, wascht euch doch mal die Hände, ihr bringt die gebärenden Frauen um. Die Hebammen hatten ein Fünftel der Sterblichkeit, weil die sich die Hände gewaschen haben. Der ist am Ende in einer, wie sagt man heute, sozusagen unter damaliger Begriff, Irrenanstalt verstorben. Das ist bitter und ich glaube tatsächlich, dass der vorgeschobene Datenschutz, wo gar keiner so richtig weiß, warum wir das eigentlich machen, in anderen Bereichen gilt es nicht. Ja, wir buchen alle mit Kreditkarten und machen Online-Banking, da ist es genauso unsicher mit den Daten. Ja, aber letzten Endes ist es ein Riesenproblem, weil wir wirklich Menschenleben gefährden und Menschenqualität nehmen. Und es ist ein Dilemma, wo man wirklich sagen muss, warum tun wir uns auch als Gesellschaft, aber natürlich auch in der Medizin beschwert. Herr Dr. Wimmer, ich hätte da direkt eine Frage. Wie können wir das ändern? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich die wüsste, würde ich wahrscheinlich hier gar nicht sitzen. Das große Problem ist, ich habe mich mit ein paar Leuten ausgetauscht, die auch in dieser Initiative sind. Und wir haben uns mal überlegt, woher kommt das eigentlich? Und manche sagen, das kommt von der Volkszählung. Das war, glaube ich, so in den 80ern, ne? Wo man gesagt hat, auf einmal wird der Big Brother is watching you und es werden Daten gezählt und ich fühle mich irgendwie exponiert. Und das ist scheinbar noch in uns so tief drin. Und zudem ist es so, wenn irgendwo ein Datenschutzbeauftragter gerufen wird, dann holt man immer den härtesten Hund, der alles schon abgelehnt hat. Ja, der immer schon, der war der Verhinderer. Und das soll jetzt der Datenschutzbeauftragte sein. Und am Ende des Tages, wir können ja mal, wer von Ihnen hat denn auf einer App seine Krankenkarte? Hat denn den letzten Arztbrief, seine Diagnosen, seine Blutwerte? Haben Sie es drauf? Ich verliere immer meine Krankenkassenkarte, ich weiß nicht. Also das ist auch überhaupt nicht unwichtig. Ich habe dem Patienten in der Notaufnahme gesagt, das Wichtigste ist hier der letzte Arztbrief. Da steht drauf, was ich wissen muss. Wir machen alles Mögliche. Wir machen online, buchen wir Flüge, Ferien, Banking, alles, wo wir ganz viele Daten preisgeben. Und nur bei den Gesundheitsdaten, da haben wir so, wie so ein Spasmus. Da hätte man ja eigentlich die Corona-App nutzen können, dann wäre die für was nutzen, zum Nutzen witzig, gewesen. Ne? Da ist aber nur die Corona-Impfung drauf. Warum sind denn die anderen Impfungen? Aber die beauftragen, wissen wir doch, sind doch ein Feigenblatt für die Politik. Um eigentlich massive Eingriffe immer zu kaschieren und im Zweifel sagen zu können, ja, der Datenschutzbeauftragte hat auch Ja gesagt oder vielleicht sagt er auch mal Nein, das ist dann so mal ein bisschen... Mal Nein, der sagt andauernd so, Nein. Naja, der sagt andauernd Nein, der sagt möglicherweise, das ist richtig, viel zu oft dann aber bei Dingen, die, wie Sie haben es gerade angesprochen, eigentlich ganz nötig wären. Aber ich meine mit Feigenblatt eigentlich, dass es vielen Regierungen, Landes- oder auch auf kommunaler Ebene ganz gut steht, zu sagen, ja, wir haben einen Datenschutzbeauftragten, der prüft das einfach mal. Da delegiert man dann auch ein bisschen was weg und tut so, als wenn man im Sinne des Bürgers arbeitet. Also das muss man immer sagen. Wenn wir über das Thema Daten und Medizin sprechen, das, was Sie ja gerade angesprochen haben, dann ist ja eigentlich einerseits erkennbar, dass wir uns in so einer Pandemie wie jetzt extrem gut verwalten können. Also wir können uns an alle möglichen Richtlinien halten. Das machen wir in Deutschland hier wunderbar. Aber wenn es darum geht, nach vorne zu gehen, wie Sie selbst gesagt haben, dann wird es schwierig. Und wenn man sich überlegt, ein Punkt noch, das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel in dieser ganzen Pandemie. Das ist das System SORMAS, mit dem die 350 Gesundheitsämter bundesweit eigentlich miteinander mittlerweile, könnte man sagen, nach fast 2 Jahren Pandemie verbunden sein sollten. Sind sie immer noch nicht. Ursprünglich sollte es Ende letzten Jahres soweit sein, dann hieß es Ende Januar 2021, Ende Februar 2021 und sie sind immer noch nicht alle miteinander verbunden. Aber Jan Schäfer, das Digitalressort ist doch jetzt in den Händen der FDP, Frau Teuteberg, aber beim Thema Daten und Datenschutz, da tut sich Ihre Partei doch auch schwer. Oder wären die bereit zu sagen, okay, wir packen jetzt da alles aufs Handy und wenn ich zum Arzt gehe oder umfalle, dann weiß man, was man tun muss. Also zum einen muss ich mal sagen, unser früherer Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr, der war für viel mehr Digitalisierung der Gesundheitsämter zu einer Zeit. Hat es aber auch nicht geschafft. Nee, also da ist ja, nicht viel von übrig geblieben. Ja, gab ja auch ein paar im Bundesrat, die damals das gar nicht wollten, auch nach EHEC einiges zu verbessern beim Thema Pandemiebekämpfung. Aber das ist so. Tatsache ist natürlich, dass in Wahrheit doch für viele Bürger ist, wenn es um ihre Gesundheitsdaten geht, es auch sehr sensibel ist. Deshalb, ich bin sehr dafür, wir müssen schauen, wie können wir mehr Daten nutzen, übrigens um lernen zu können, um in der Pandemie klüger zu werden, zielgenauer zu agieren, Bazooka und Ähnliches sind ja eher Steinzeit.
Werkzeuge. Wir müssen da in einem modernen Industriestaat besser vorgehen und genauer sein und die Freiheitseingriffe nur noch gezielter machen, wo sie auch was bringen für die Pandemiebekämpfung. Aber der Teufel liegt im Detail. Wir müssen schauen, welche Daten sind besonders wichtig, welche kann man auch anonymisiert erfassen, sodass sie tatsächlich das Problem verbessern. Kann man ja Daniel Barr einfach da als Beispiel nehmen. Daniel Barr ist jetzt der Vorsitzende von einer großen privaten Krankenversicherung. Die haben auch noch keine anständige elektronische Patientenakte. Da müssen, rufen Sie mal selber bei Ihrer Krankenakte. Das war bestimmt der Bundesrat, der vier. Ja, genau. Dann rufen Sie mal bei Ihrer Krankenkasse an und sagen, ich hätte gerne diese digitale Lösung. Da werden Sie erstmal mit dem Pförtner verbunden. Also das ist halt so schwierig und ich bin mir hundertprozentig sicher, es kostet dem, weil ich es aus meiner eigenen Erfahrung weiß und weil die Studien da auch hingehen, nur es wird ja auch nicht vergütet. Aber lassen Sie uns mal konkret bleiben, Dr. Wimmer. Frau Teuteberg, was würden Sie denn vorschlagen? Was wäre okay? Wie viele Daten dürfen auf einen kleinen Chip drauf? Welche nicht? Welche schon? Das müssen wir sehr konkret besprechen, auch mit Medizinern. Ja, jetzt hier auf dem Tisch. Ja, also Sie FDP auch sind ja bei Philina 8, Frau Teuteberg. Also, was aber soll es da kommt drauf? Ja auch darauf an, wer es auslesen kann und wo es gesammelt aber wird. Aber also, wofür sind Sie? Das müssen wir wirklich mit Fachleuten besprechen. Das ist nichts für Amateure, muss ich echt sagen. Weil Sie würden es auch nicht lustig finden, wenn auf einem Chip jeder auslesen kann. So einfach. Nein, aber ich finde es wichtig, das nicht mit Experten, irgendwelchen Experten im Hinterzimmer zu besprechen, sondern in der Talkshow und zu sagen, welche Sachen. Im Parlament am besten auch. Ja, und offen zu sagen, was. Welche Daten drauf? Brauchen wir, um schlauer zu werden? Spannend was müssen die Gesundheitsämter spannend ist auch, wie viel würden wir abgeben? Also ich habe jetzt gerade, als du die Frage an Frau Teuteberg gestellt hast, habe ich so gedacht, okay, wie viel würde ich abgeben? Genau. Da fängt's und dann also, denke ich, bin auch so eine skeptische Deutsche. Also ich würde alles ausgeben. Aber es ist ja auch witzig, wir wollen auf der Gesundheitskarte nichts speichern. Und dabei, ich kann mit einer EC-Karte, ich kann einen Cardreader nehmen, ich kann in der U-Bahn an die Tasche von jemandem rangehen und 15 Euro abrufen, wo man keine PIN braucht. Zack, sind die 15 Euro weg. Was ist Ihr Vorschlag, Herr Wimmer? Wenn Sie gleichzeitig ja auch sehr für Freiheit und Eigenentscheidung stehen, was wäre denn Ihr Vorschlag? Wie sollte diese Karte aussehen? Also erster Schritt ist, dass man in der Medizin den Erfolg vergüten muss und nicht die Leistung. Das ist ein Switch, den wir irgendwann schaffen müssen. Da sprechen zum Glück auch mittlerweile alle davon. Und das nächste ist, man muss die Daten massiv so anbieten, wie ich es auch beim Online-Banking mache. Und dann sagen immer alle, ja, die Daten können ja geklaut werden. Michael Schumachers Akte wurde auch geklaut. Und das war richtig schön Papierordner. Ja, die wird auch geklaut. Und meine Kreditkarte wurde neulich auch gehackt. Ja, weil ich wahrscheinlich irgendwo online... Also nur ein Beispiel von Daten. Ah, das ging zum Glück. Die haben dann angerufen. 126 Euro. War schon schmerzhaft. Von Daten, die wir mal verlässlicher brauchen, sind doch zum Beispiel genau diese Daten, wer ist geimpft oder ungeimpft und hat welche Krankheitsverläufe, dass das zum Beispiel in Bayern gerade nicht vernünftig erhoben wurde, das schafft doch Misstrauen. Wenn wir wollen, dass Menschen sich freiwillig aus eigener Überzeugung impfen lassen, weil sie erkennen, es schützt sie vor schweren Verläufen und mittelbar damit auch die ganze Gesellschaft, weil wir die wertvollen Intensivbetten für die Menschen, die es wirklich unvermeidbar brauchen, wegen Krebserkrankungen, wegen plötzlicher Herz- oder Schlaganfallfälle, dass wir das hinbekommen, dann brauchen wir verlässliche Daten, wo Menschen sich dann vertrauen, dass sie richtig informiert werden. Ja, aber wer setzt sich denn dafür ein? Wer setzt sich in der neuen Regierung dafür ein? Und ich habe eine der Parteien, die in der neuen Regierung ist, habe ich selber gewählt und bin mal gespannt, wie die das umsetzen. Na, da müssten sich jetzt Herr Lauterbach und Herr Wissing zusammentun, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Das sollte doch sogar ein Digitalministerium geben. Nein, das ist ja im Verkehr angesiedelt. Digital ist ja überall dabei. Können die beide miteinander? Aber zum Beispiel, ich glaube, wenn wir einmal über die Frage auch sprechen, was muss auf so eine Karte rauf? Dann kann man sicherlich sagen, dass zum Beispiel auch Medikamente auf so einer Karte. Aber wir können nicht mehr über die Karte sprechen. Das haben wir vor 12 Jahren schon. Digitalisierung. Aber vor 12 Jahren schon. Es passiert ja bisher nichts. Damit die können ja Sprung machen, so aber das ist zum Beispiel so ein Punkt. Also wenn wir darüber reden, was muss digitalisiert werden, was muss abrufbar sein, sollte Arzt A wissen, was Arzt B verschrieben hat, damit Arzt A nicht irgendwas verschreibt, was der Medikament von Arzt B irgendwie zuwiderläuft. Ja, aber das ist ja, die Faxen da durch die Gegend. Ich habe das Gefühl, die ganze Faxindustrie, die lebt noch davon, dass die Ärzte faxen. Sie sind hier bei Bild, wir faxen ja auch nicht mehr. Nee, genau, aber wenn Sie in der Notaufnahme sind, kommt jedes Mal ein Überraschungsei durch die Tür. Sie wissen gar nicht, was die Leute haben. Im Bundestag schon übrigens, aber. Ja, das wird in Deutschland Fax, Moment, das muss ich jetzt einmal ganz kurz hören, bevor wir die Werbung abgeben. Frau Teuteberg, wie wird da gefaxt? Das ist ja spannend. Ja, das ist jedenfalls noch ein ziemlich üblicher Weg bei der Bundestagsverwaltung, dass man Dinge faxt. Und das Fax wird dann eingescannt und dann per E-Mail verschickt. Ganz kurz, Herr Doktor, was will man da? Briefmarke drauf. Was will man da, wenn man per Fax? Also fragt man danach oder also wie wird da kommuniziert? Ja, es ist einfach noch ein üblicherer Weg. Also wir haben in der Fraktion schon viel digitalisiert, auch seit 2017, dass wir intern viel digital arbeiten. Aber insgesamt ist das beim Bundestag noch ein ziemlich übliches Verfahren. So, pass auf, was machen nämlich die Politiker? Die schreiben sich die ganze Zeit WhatsApps und so läuft es in der Klinik auch. Da kommt ein Patient in die Notaufnahme, ich habe keine Ahnung, was da ist. Dann sehe ich das Röntgenbild, denke mir, der Hintergrund, bis der sich zu Hause eingeloggt hat, mache ich mit dem Handy ein Foto, schicke ihm per WhatsApp den Röntgenbefund. Alles unsicher. Wie viele Leute mir online ihre Patientenakten schicken und alles reinstellen, wo sie denken,
Ja, da ist es halt besonders unsicher über Facebook, Mail, ja. Instagram und Co. So, weil wir einfach es komplett versäumen, ein gutes System aufzubauen. Und wir Deutschen, eigentlich müssen wir es können. Wir haben genug Kohle, wir haben genug Intellekt. Aber es und was wir noch alles nicht können, Herr Dr. Wimmer, und wo es richtig, richtig große Probleme gibt, das besprechen wir nach der Werbung.